Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge der Philipp Rey Show. Mein Name ist Philipp Rey und ich habe einen Master of Science Abschluss in muskuloskeletaler Physiotherapie und trage den Zusatztitel UMPT. Ich übersetze Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Physiotherapie in unseren Lieblingssport, den Volleyball. Und das heutige Thema ist Belastungssteuerung im Volleyball und eben auch aus Sicht des Trainers, weil mich eben insbesondere viele Trainer angeschrieben haben. Und ja, du lernst heute, wie du versuchen kannst, besser mit deiner Mannschaft zu kommunizieren oder wie du mit deiner Mannschaft kommunizieren solltest, um zu checken, was sie so für Problemchen haben oder eben nicht. Und das dann einschätzen kannst und wie du es schaffst, Überlastungsschäden und Verletzungen zu vermeiden. Für dich und natürlich auch für dein Team. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die hier genannten Tipps natürlich keine ärztliche Einschätzung ersetzen. Wenn jetzt Menschen in deinem Team oder du selber spezifische Probleme hast. Und ich will auch nochmal erwähnen, dass ich kein A-Trainer bin. Ich bin eher ein Volleyballer, der selber mal Trainer war, der ein Physiotherapeut ist und über unseren Lieblingssport spricht. Hat nichts mit Inhalten aus einer Trainerlizenz zu tun, ersetzt, wie gesagt, nicht die Einschätzung von einem Arzt. Fangen wir an. Was ist also Belastungssteuerung? Belastungssteuerung beschreibt die gezielte Planung, Überwachung und Anpassung des Trainings an die jeweilige Belastung, um eben die Belastungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit zu optimieren und dadurch dann hoffentlich Verletzungen zu vermeiden. Und wir müssen erstmal gucken, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Arten der Belastung im Volleyball? Weil je nachdem, was für Belastung gibt, kannst du eben darauf reagieren. Es gibt natürlich die typisch physischen Belastungen und das sind natürlich Sprünge, Springen, Landen, machen Knieschmerzen häufig, dann die Angriffsschläge, die häufig Schulterschmerzen machen und eben Abwehraktionen, die, naja, sagen wir mal, unvorhergesehene Probleme machen können, weil sie teilweise sehr rustikal sind und dadurch eben Beschwerden verursachen können. Und dann gibt es aber auch die nicht zu unterschätzenden psychischen Belastungen. Und zu denen gehört Erfolgsdruck, der Kampf um einen Stammplatz im Team und auch der Umgang mit Schmerz, weil für Leute, die keinen Volleyball spielen, die werden das nicht verstehen, aber ich glaube persönlich, dass jeder in seiner aktiven Zeit, wenn er Volleyball spielt, mal mehr, mal weniger, aber relativ regelmäßig Schmerzen verspüren wird. Zum Beispiel Knie aufgeschürft bei einer Abwehraktion. Tut einfach das ganze Spiel weh. Muss man damit umgehen können. Dann natürlich einfach diese typischen Schmerzprobleme. Die haben ja wirklich sehr, 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 sehr viele. Und wenn es nur so ein kleines bisschen Schmerzen sind, Rücken, Schulter, Knie vor allem, Sprunggelenk und so weiter, das ist auch was, womit man dann in den Situationen umgehen können muss. Und dazu kommen dann noch sogenannte Umweltfaktoren. Das betrifft alles, was jetzt nicht direkt mit dem Spielen und mit dem Spieler zu tun hat. Zum Beispiel zu wenig Schlaf durch spätes Training. Ja, wir kriegen später noch viel Licht aus der Halle. Das künstliche Licht macht es uns schwer, schnell müde zu werden. Und dadurch liegen wir oft nachts nach dem Training noch wach und kommen eben nicht so schnell zur Ruhe, um dann direkt, wenn wir zu Hause sind, einzuschlafen. Außerdem ist es sowas wie soziale Aspekte. Ja, du musst viel für den Sport opfern. Du kannst nicht so viel mit deinen Freunden abhängen, du kannst nicht so viel mit der Familie abhängen. Du musst Termine absagen oder kannst sie gar nicht erst annehmen, weil du eben durch Volleyball eingeschränkt bist. Deine Wochenenden sind relativ verplant. Und all das ist auch eine Form von Belastung. Und man darf auch als Frau bzw. als Trainer, Trainerin einer Frauenmannschaft nicht den individuellen Zyklus vergessen. Und damit einhergehend gibt es eben potenziell individuelle Probleme. Und darüber, weil es sehr individuell ist und ich da auch nicht der Experte für bin, möchte ich da
gar nicht lange drüber sprechen, möchte nur sagen, man darf es nicht vergessen. Und wer richtig viel geballtes Wissen nochmal dazu haben möchte, hört sich bitte Folge 88 meines Podcasts an. Den habe ich mit einer Expertin aufgenommen, was zyklusbasiertes Training angeht, was Gesundheit angeht, trotz oder durch den Zyklus. Also es ist eine super spannende Folge und ich kann sie wirklich jedem nochmal empfehlen und jeder da nochmal reinzuhören. Meine Gästin da war Tabea Lorch, die sich extrem viel damit auseinandersetzt. Und wie gesagt, Top-Folge, unbedingt reinhören, lohnt sich. Als Trainer und als Spieler muss man nun für die Mannschaft bzw. für einen selbst überlegen, was ist wirklich wichtig und wie kann ich all diese verschiedenen Belastungen unter einen Hut bekommen? Also in welchen Bereichen muss ich besser werden und in welchen Bereichen muss ich mich noch mehr um mich selbst kümmern, um eben belastbarer und leistungsfähiger zu werden? Das heißt, gehen wir mal kurz auf die Umweltfaktoren ein. Vielleicht musst du deinen Schlaf verbessern, weil du regelmäßig merkst, dass du einfach vollkommen im Eimer bist. Vielleicht musst du deinen Terminkalender abchecken, weil du einfach viel zu viele Termine hast, zu viele Freunde siehst und das Training irgendwie noch mit reinpackst, aber am Ende des Tages dir das einfach nicht gut tut. Und du musst dann überlegen, okay, wo machst du Abstriche? Kannst du vielleicht Termine absagen? Kannst du vielleicht zeitweise einmal Training die Woche absagen? Wo kannst du für dich mehr rausholen? Wo kannst du besser werden? Dann gibt es natürlich offensichtliche Sachen wie mehr Kraft im Arm, gleich härterer Schlag. Stabilere Knie, gleich weniger Knieschmerz. Und das sind natürlich alles Sachen, woran du persönlich arbeiten kannst. Und das musst du identifizieren. Du musst ja auch manchmal hinsetzen, überlegen, boah, oder vielleicht auch mit dem Coachen setzen, überlegen, ey, was sind meine Probleme eigentlich? Wo habe ich Verbesserungsbedarf? Und dann das angehen. Und neben den Problemen, an denen du arbeitest, möchtest du ja trotzdem noch die Potenziale entfalten. Also wenn du eine Sache oder wenn du als Coach bei einem Spieler, einer Spielerin siehst, ey, die Person kann eine Sache richtig, richtig gut, dann willst du auch genau dieses Potenzial noch weiter entfalten. Du willst, dass die Person weiter so geil aufschlägt, dass die Person weiter so geil blockt. Und das möchtest du weiterentwickeln, weil es auch der Mannschaft weiterhelfen wird. Und auf der anderen Seite muss man eben auch dann an den Schwächen arbeiten. Aber eben nicht nur an den Schwächen arbeiten. Und auch da gilt es zu identifizieren, wie wichtig ist es jetzt, die Potenziale weiter zu entfalten und wie wichtig wäre es, das alles liegen zu lassen, um viel mehr an den Schwächen zu arbeiten. Auch das ist ein interessantes Thema und sehr, sehr individuell, wie man sich dem Thema nähert. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Trainingsansätze von verschiedenen Leuten. Es gibt zum Beispiel auch die Trainer im A-Trainer-Bereich, die sehr darauf fokussiert sind, die Potenziale der Mannschaft zu entfalten, einfach da richtig viel besser zu werden, auch dahingehend die Mannschaft eben zusammenstellt. Und es gibt eben auch die Leute, die eine Mannschaft sehen und überall Schwächen identifizieren, um an denen zu arbeiten, um dann daraus folgend einfach eine nahezu perfekte Mannschaft zu kreieren, die halt keine großen Schwächen hat, aber dann im Gegenzug vielleicht auch keine großen Stärken. Das muss man eben alles, wie gesagt, mit berücksichtigen und daran arbeiten. Die wichtigste Aufgabe des Coaches ist meiner Meinung nach, Verletzungen zu vermeiden. So gut das eben so als Coach geht. Natürlich kannst du, wenn jemand anderen auf den Fuß tritt und umknickt, das kannst du nicht verhindern. Geht nicht. Aber Coaches können sehr gut durch Belastungssteuerung so Überlastungsprobleme vermeiden. Das heißt, Kniebeschwerden vermeiden, indem man eben nicht jedes Training 1000 Sprünge machen lässt. Schulterüberlastung vermeiden, indem man ein gutes Schulterwarm-up macht, bevor die Jungs und die Mädels an den Ball gehen und sich einhacken. All das sind schon Sachen, wo man dran arbeiten kann. Wie gesagt, Unfälle kannst du nicht unbedingt präventieren, aber du kannst auf jeden Fall Überlastungsschäden gut angehen. Denn wenn ein Spieler, eine Spielerin verletztes Überlastungsbeschwerden hat, dann ist es meiner Erfahrung nach so, dass die Person
nicht wirklich besser wird. Also man wird technisch besser und taktisch, weil man eben als Team besser zusammenwächst, aber die Person kann ihre eigenen Potenziale nicht entfalten, weil der Knieschmerz sie daran hemmt, höher zu springen, mehr zu springen, den Ausfallschritt zu machen, den man bräuchte, um eine gute Abwehraktion zu starten. Und gleichzeitig kann es eben auch sein, dass ein Schmerzproblem oder ein Überlastungsproblem dafür sorgt, dass die Person nicht mehr richtig schlagen kann und so. Also von daher glaube ich, dass die Vermeidung von Überlastungsproblemen als Coach erstmal deine wichtigste Aufgabe ist, ohne das Training zu leicht zu gestalten, dass Leute nicht unterfordert sind dadurch. Das ist eben auch schwierig und auch sehr individuell. Also es gibt genetische Wunder, die spielen ihr Leben lang nur Volleyball, sonst nichts. Die haben trotzdem keine körperlichen Beschwerden. Die machen kein Ausgleichstraining, nichts. Und die schaffen es trotzdem. So, was machst du mit denen? Die können theoretisch alles trainieren. Die können immer trainieren. Das wäre überhaupt kein Problem. Und dann gibt es aber die, und das sind die meisten, die durch mehr Belastung und weniger Regeneration dann einfach Beschwerden bekommen. Und das musst du, wie gesagt, als Coach einschätzen können, auch individuell einschätzen können und dann das Training entsprechend gestalten. Felix Koslowski, der Trainer der Schweriner Bundesligamannschaft und also Bundesligamannschaft der Frauen und der niederländischen Frauennationalmannschaft, fragt zum Beispiel alle Spielerinnen vor jedem Training, also steht man in so einem Kreis, wie man es halt kennt, und er fragt vor jedem Training, ob jemand ein Problem hat. Körperlich, mental, was auch immer. Und das muss man auch gar nicht, soweit ich das jetzt weiß, groß ausführen. Er fragt und man sagt, ja, ich habe ein bisschen Körper, ja, mir geht es heute einfach nicht so gut. Okay, gut. Und dann wird das Training für die Person individuell angepasst, weniger Wiederholung. Wenn es körperliche Sachen sind, weniger Belastung im Training, mehr Warm-up, mehr Cooldown. Und das wäre ein Tipp, den du als Coach auf jeden Fall mitnehmen könntest. Wenn ihr vorm Training im Kreis steht, bevor man den Schlachtruf trällert, dann fragt doch einfach mal, ey Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch ehrlich? Hat jemand ein Problem? Dann sag es einfach und dann meldet sich vielleicht jemand und sagt, yo, ich habe Knie, alles klar, dann machst du halt heute ein paar weniger Sprünge. Yo, mir geht's einfach nicht so gut, ich bin irgendwie ein bisschen Brain Fog für mich. Daneben, ja, alles klar, dann machst du weniger intensives Training. Ich gucke, dass wir das steuern. Guck du selber mit und wir probieren zusammen für dich trotzdem gutes Training hinzubekommen, wo du nicht zu wenig machst, aber ich dich auch nicht überlaste. Und gerade wenn Spieler so ein bisschen im Kopf diesig sind, dann nützt es vielleicht auch nichts, da so viel Feedback zu geben. Wenn dir das jemand zurückmeldet, boah, mir geht es heute nicht so gut, dann gibst du dem halt auch an dem Tag nicht so viel Feedback oder auf andere Art und Weise Feedback. Ja, manche Trainer, die sind dann natürlich ein bisschen robuster, ist ja auch nicht schlimm, ne? Die geben dann einfach Sachen weiter, schreien noch mal durch die Gegend, hey, kannst du alles machen, aber vielleicht dann genau in der Situation mal nicht. Und so gibt es schon diese Nuancen, wie du in das Training reingehst, wie du dann den Verlauf vom Training verändern kannst, um dafür zu sorgen, dass es Menschen oder dass es deinen Spielern und Spielerinnen besser geht oder halt nicht besser geht. In verschiedenen Ligen finde ich, ist es auch super unterschiedlich wichtig, welche Dinge man trainiert. In der Zeit, in der ich zum Beispiel Trainer war, ich war 3 Jahre lang in Göttingen Trainer. Ich habe eine Bezirks- und eine Landesliga trainiert und also beide Mannschaften und später noch die Verbandsliga. Und gerade in der ersten Zeit, also in der Bezirks- und Landesliga, war es einfach ultra wichtig, dass Leute Aufschlag hinbekommen. Und dass Leute es hinbekommen, auf eine bestimmte Position aufzuschlagen. Weil in der Landes- und Bezirksliga hast du immer jemanden auf der anderen Seite stehen, der halt nicht so gut annehmen kann. Und wenn dein Ziel ist, das Spiel zu gewinnen, was unser Ziel war, dann, weil wir wollten aufsteigen, dann willst du denen das beibringen? Deswegen ultra viel Aufschlagtraining.
Wir haben auch Block und Angriff trainiert wie die Wilden und wir haben Abwehr zum Beispiel fast gar nicht trainiert. Abwehr hat sich dann entwickelt. Natürlich gibt es immer mal Feedback. Das ist nie ganz draußen, aber es ist nicht so, dass wir Abwehr damals halt trainiert haben, bis ins Detail, wo welcher Ball irgendwie hinfliegt. Das ist was, was dann eher intuitiv lief und dann auch irgendwie geklappt hat. Aber da sind wir jetzt nicht technisch voll reingegangen und haben genau besprochen, in welcher Angriffssituation wir welche Abwehrsituation wählen und so weiter. Das hat es ja gegeben im Spiel und ich denke, wir sind damit ganz gut gefahren und es muss jetzt nicht jeder so nachmachen, wie ich das gemacht habe. Ich habe keinen Trainerschein, ohne Trainerschein trainiert und deswegen habe ich da jetzt auch nicht die besten Insights, aber nur als Idee, dass man vielleicht einen Fokus setzt, wo man sagt, ey, das ist für diese Liga, für diese Mannschaft hier gerade enorm wichtig und was anderes ist vielleicht nicht wichtig. Ja. Zum Beispiel das haben wir viel geübt, Dankeball, weil das ging am Anfang echt schief. So jemand gegnerisch, und das gibt es ja häufiger dann in den unteren Ligen, dass irgendwie noch ein Ball rüber gebaggert wird, das ist ein Dankeball und die müssen sitzen, die müssen passen, weil wir brauchen einen guten Spielaufbau. Das haben wir zum Beispiel sehr, sehr viel geübt. Des Weiteren waren die Spieler, die ich damals zur Verfügung hatte. Ich war in Göttingen, Studentenstadt, untere Mannschaft, vierte, fünfte Herren war das, glaube ich. Wir hatten viele junge Spieler, so Anfang 20, die alle topfit waren, also Sportstudenten oder echt große sportliche Jungs, die aber einfach mit Volleyball so technisch nicht viel am Hut hatten. So Ex-Schwimmer und Ex, weiß ich nicht, Fußballer, glaube ich. Und die waren sportlich, aber halt nicht volleyballerisch im Start. Und da haben wir natürlich auch viel Techniktraining gemacht. Und so jetzt global gesehen würdest du sagen, okay, waren sportliche Jungs, also hat man nur Techniktraining mit denen gemacht, oder? Aber wir haben zum Beispiel trotzdem, ich hatte noch einen Co-Trainer, deswegen sage ich manchmal wir haben trotzdem viel Krafttraining mit den Jungs noch gemacht. Einerseits natürlich aus der Perspektive des, okay, wir müssen Verletzungen präventieren, deswegen machen wir eben Krafttraining, damit die Jungs sich eben nicht verletzen durch unser Training und durch die Spiele. Und wir wollten unsere Stärken, eben Reichhöhe, Schlaghärte, die wollten wir natürlich dann noch weiter ausbauen. Das heißt, wir haben dann Gegner vielleicht nicht technisch dominiert, aber wir konnten sie bestimmt dadurch dominieren, dass wir teilweise, dass unsere Spieler teilweise über den Block drüber schlagen konnten. Das war dann technisch jetzt noch nicht das Allerbeste, aber sie waren halt sau hoch und deswegen konnten sie über einen Block drüber schlagen. Und das eröffnete dann ganz andere Möglichkeiten im Spiel. Und so haben wir versucht, das Spiel zu gestalten, dass wir uns mit unseren Stärken weiter durchsetzen, aber nicht an unseren Schwächen kaputt gehen. Also, dass wir auch die Grundebenen, Dankeball, Aufschlag, extrem viel geübt haben und wie gesagt, unsere Stärken, die Fitness unserer Mannschaft weiter ausgebaut haben, damit das eben trotzdem funktioniert. Und ja, vielleicht ist es auch nochmal für dich als Coach ein kleiner Hinweis zu überlegen, wen habe ich eigentlich vor mir? Wer sind meine Leute? Wer sind meine Jungs, meine Mädels? Was können die eigentlich gut? Und was muss ich denen mit an die Hand geben, damit sie da drin noch besser werden? Und auf der anderen Seite, was können meine Jungs und Mädels besonders schlecht? Wo sind die echt kacke drin? Und wie kann ich durch das Training das ausmerzen? Und dann kann es okay sein, wenn du, sagen wir mal, eine Verbandsligamannschaft hast oder vielleicht schon eine Regionalligamannschaft, du weißt aber, in bestimmten technischen Ebenen hängen wir massiv hinterher. Dann wäre es auch okay, halt nochmal explizit Techniktraining zu machen. Wenn du siehst, okay, meine Mannschaft ist wirklich, wirklich unfit, dann wäre es auch okay, noch bis in die Saison hinein
Intervalle am Ende zu machen, damit eben die Fettverbrennung noch ein bisschen angekurbelt wird. Und vielleicht setzt du dich jetzt einmal hin, machst dir ein paar Stichpunkte und überlegst dir Ziele, die du erreichen möchtest mit deiner Mannschaft, überlegst dir Stärken und Schwächen und guckst, wie du die Ziele erreichen kannst, indem du einerseits Stärken nutzt und ausbaust und auf der anderen Seite an bestimmten Schwächen explizit arbeitest, um die eben in den Griff zu bekommen. Durch welche Methoden kann ich also Belastungssteuerung betreiben? Erstmal musst du natürlich identifizieren, was wirklich belastend ist. Also hatten wir eben schon Springen, Landen, Schlagen. Aus psychischer Perspektive Druck, also Leistungsdruck, Spieldruck, Trainingsgeschwindigkeit und eben Wettkampfsituation. Wie kann man das messen? Poh, also als Coach würde ich sagen, bis in die zweite Liga hinein und auch in der ersten Liga wird es sicherlich noch so gemacht, einfach sprechen. Einfaches Fragen, wie sind die Leute drauf? Wie fühlst du dich? Es gibt jetzt, das sieht man aber bei Einzelspielern oder halt, wenn dann flächendeckend in der Bundesliga und dann auch in den Top 5 Teams nur, dass Spieler einen Pulsgurt tragen, das ganze Spiel und über mehrere Spiele hinweg, dass dadurch eben körperliche Fitness gemessen wird, Regeneration gemessen wird. Und dazu kommen wir später auch nochmal, aber das geht natürlich hier hören ja fast nur, würde ich sagen, Hobbyspieler zu und Hobby-Coaches. Da reicht einfaches Erfragen. Aber selbst das ist manchmal ein Thema, dass man eben zu wenig kommuniziert, dass man zu wenig in den Austausch geht. Und dazu brauchst du eben eine Vertrauensbasis und auch die muss man sich schaffen. Und wenn man das geschafft hat, wenn man eine Vertrauensbasis hat als Team, als Coach mit dem Team, kann man eben auch einfach fragen und sich auch regelmäßig Feedback einholen, zumindest vom Kapitän, von der Kapitänin, um zu schauen, ey, wie sieht es eigentlich gerade aus? Wie strapaziert fühlt ihr euch? Und dann muss man eben unterscheiden, ne? Was ist das, was gerade strapaziert? Und sind es eher die mentalen Aspekte oder eher die körperlichen Aspekte? Und wenn es eher die körperlichen Aspekte sind, dann wirst du das Training von Intensität ein bisschen runterschrauben. Du wirst weniger Schläge zulassen, du wirst weniger Sprünge zulassen. Wenn es eher die mentalen Aspekte sind, versuchst du das Ganze ein bisschen aufzulockern, indem du witzige Warm-up-Spiele machst, die nicht belasten, dass man auch mal wieder lacht, dass das Training einfach richtig viel Spaß macht, dass man auch mal an was anderes denkt. Und du willst dann auch ein bisschen vielleicht den Wettkampfcharakter rausnehmen, wenn es eher die psychischen Aspekte sind. Willst mehr, dass man in den Flow kommt, ohne immer gegeneinander zu spielen. Weil manche Spieler, die zerbrechen auch ein bisschen daran, wenn sie immer Druck haben. Und das kann manchmal gut tun, wenn man ein, zwei Einheiten dann für manche Spieler ist, dann sinnvoller, für manche weniger, den Druck rausnimmt durch dieses Gegeneinander. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn zum Beispiel Spieler und Spielerinnen so, wenn jedes Training so wie eingeschlafen ist, wenn die nicht aus dem Knick kommen, wenn die rumhängen, dann muss das Spiel schneller gestalten, mehr Wettkampf, mehr Gegeneinander, mehr spielerische Aspekte und dann daran arbeiten, im Prinzip genau das Gegenteil machen, aber auch da wieder evaluieren, beobachten und daraufhin reagieren. Ich hatte zum Beispiel in Göttingen, hatte ich dann selbst einen Trainer. Grüße an Poldi, wenn du es hörst, ich hoffe. Poldi hat es, glaube ich, eine Zeit lang mit den Mannschaften nicht leicht. Viel neu zusammengewürfelt, viel Leistungsdruck auch. Und das hat man den Spielern auch ein bisschen angemerkt, weil ich war damals Trainingsgast, noch nicht in der Mannschaft gespielt und es waren Top-Leute, Top-Volleyballer, also locker dritte Liga tauglich. Und manchmal sah das Training aus wie Landesliga, weil wir es nicht hinbekommen haben, das auf die Platte zu bringen, weil alles war irgendwie eingeschlafen, die Abstimmung hat gefehlt und dann ist es auch manchmal richtig, kurz seinen Frust rauszulassen, sowohl als Spieler als auch als Trainer und dann
einfach die Trainingsform komplett zu ändern. Also das ist auch eine Stärke von einem Trainer, dann einfach die Übung abzubrechen und zu sagen, ey Leute, komm, wir machen was anderes. Das hier ist gerade einfach scheiße. Oder wenn genau das Gegenteil der Fall ist, wenn die Mannschaft nie was durchziehen kann, wenn sie es nie hinbekommt, mal eine Übungsform zu Ende zu bekommen, dann willst du als Trainer unbedingt, dass die Mannschaft diese Übungsform fertig bekommt. Zum Beispiel 15 Mal den Ball übers Netz schlagen, aber gezielt schlagen, dass man eben abwehren kann. Das ist so eine typische Übungsform. Ja, wir spielen jetzt 15 Mal hin und her. Normaler Spielaufbau. Irgendwo miteinander, aber mit ein bisschen Druck. Gezielt schlagen, dass man es abwehren kann. Und die Leute bekommen es nicht hin. Dann willst du als Trainer, dass die Jungs durchziehen. Und wenn die Übung dann 20 Minuten dauert, obwohl sie nur 10 Minuten dauern sollte, dann ist es manchmal so. Aber du willst, dass die das einfach geschissen bekommen. Auch das kann dann einfach eine Einschätzung sein, die du machst, was du den Leuten ansiehst. Und dann müssen sie es hinbekommen. Und das wäre wunderschön. Aber kann eben sein, dass es manchmal nicht ist. Und auch, wie gesagt, da musst du auch gucken, was mache ich jetzt am besten. Kommen wir mal zu der Perspektive des Einzelspielers. Wenn du als Einzelspieler deine eigene Belastung steuern möchtest, hast du natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Erstmal kannst du besser tracken. Du weißt selbst am besten, ob gerade dein Knie, deine Schulter zwickt, ob du zu Hause super viel Stress hast und deswegen einfach Sachen nicht funktionieren oder. Oder ob du Arbeitsstress hast. Weil, was du nicht vergessen darfst, Arbeitsstress, Schulstress, das muss alles auch mit regeneriert werden. Es ist eher nicht so, dass du Stress auf der Arbeit hast, dann zum Training gehst und dann ist alles besser, weil es ist beides eine Form von Stress. Der Punkt ist, nach körperlicher Belastung kommt der Körper schneller runter und in diesen Entspannungsmodus. Das ist der Vorteil an Training. Der Nachteil an Training ist, es ist oft relativ spät und kann eventuell den Schlaf killen. Deswegen kann es manchmal sinnvoll sein, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, wenn du einfach einen beschissenen Tag hattest, dass du als Trainer, Entschuldigung, dass du als Spieler ein Training absagst und einfach mal um 8, halb 9 ins Bett gehst, super lange schläfst und dann ins nächste Training dann erst gehst und da dann Vollgas gibst. Aber es kann auch mal sein, dass es sogar sinnvoll ist, ein Training ausfallen zu lassen. Hört jetzt der Coach nicht gerne, aber das kann auch mal günstig sein, um dich wieder fit zu machen. Und auch da muss man dann das richtige Maß finden für einen selbst. Ein starkes Tool, um das eben selbst zu beurteilen, können eben so Tracking-Devices sein. Das sind dann meistens eben diese Uhren. Und ich persönlich stehe mit keinem Tracker in Verbindung und habe selber einen, aber will jetzt nicht irgendein bestimmtes Tool nennen. Irgendeiner, der einem anderen überlegen ist. Man muss halt gucken, dass der Tracker idealerweise eben nicht am Handgelenk ist, weil ich persönlich kann mit so einer Uhr irgendwie nicht spielen. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Man hat Angst, dass sie auch kaputt geht. Und auf der anderen Seite musst du, also es gibt ja diese, die man zum Beispiel um den Arm macht, um den Oberarm. Es gibt diese, die du um den Bauch schnallst. Bauch hatte ich mal eine Zeit lang. Das kann auch sehr unangenehm sein, wenn du mal eine Abwehraktion hast. Musst also gucken, was für dich passt. Und ich würde gerne noch mit ans Herz legen, wenn du so ein Teil kaufst, kauf ein teures oder gar keins. Weil günstige Devices messen viel Schrott. Also die sind genauso genau wie ein Münzwurf. Habe ich gut geschlafen? Ja oder nein? Kannst du auch eine Münze werfen? Ist wahrscheinlich, hat eine höhere Erfolgsquote als eine günstige Fitnessuhr. Also, wenn du es machst, gib Geld aus und wenn nicht, verlass dich einfach auf dein Gefühl. Und es gibt das ist auch das Interessante dabei, in den meisten Apps zu diesen Uhren oder zu diesen Devices gibt es so ein Erholungslevel oder den Stressmanagement-Index oder wie auch immer man das nennt, gibt jetzt noch andere Hersteller, die es nochmal anders nennen. Und die
vergleichen sozusagen deine Erholung mit deiner Erschöpfung. Also was hast du an Regeneration gehabt? Wie ist deine Herzfrequenzvariabilität gewesen? Was hast du für Sport gemacht? Wie intensiv war das? Wie stressig war das? Da, wenn man diese Devices trägt, checkt man erstmal, wie viel stressiger Volleyballtraining ist im Vergleich zu zum Beispiel Krafttraining. Weil eben Volleyball nicht nur körperlich ist, sondern eben auch mental. Und das ist interessant, das checkt man dann erstmal, wenn man diese Devices hat. Ey, krass, Volleyball ist viel mehr als nur Sport, als nur Bewegung. Und das vergleicht das alles miteinander und erstellt dann einen Score. Und anhand des Scores kannst du überlegen, okay, wie fit bin ich oder wie fit bin ich nicht. Und wenn das jetzt noch mit deinem persönlichen Empfinden korreliert, dann hast du den Jackpot erreicht und kannst die Werte davon nehmen und kannst dir dann Gedanken machen, was mache ich jetzt? Zum Beispiel, du hast einen super niedrigen Score, wie ich es eben erwähnt hatte, und fühlt sich auch einfach total schlecht, dann kann es sinnvoll sein, ein Training ausfallen zu lassen, was anderes zu machen. Du hast einen Superscore und hast sogar noch genug Zeit, dann könntest du dir überlegen, ob du vielleicht, weil es gut reinpasst, heute eine Gym-Einheit machst und noch zum Volleyballtraining gehst. Könnte dann vielleicht gut passen. Dann musst du wann anders nicht trainieren gehen. Du weißt, was ich meine. Also solche Devices können über diesen Score echt gut sein, sind aber kein Muss. Und wenn du es machst, wie gesagt, musst du auch Geld in die Hand nehmen dafür. Wichtig ist dabei immer aus Spielersicht, du musst mit deinem Coach kommunizieren. Du musst ehrlich sein. Du musst sagen, ey Coach, mir geht's heute nicht so gut. Ich will ein bisschen kürzer treten. Ich würde gerne nicht so viel schlagen. Okay, alles klar, spielst du mehr Abwehr. Coach, mir geht's nicht so gut. Ich bin heute wirklich gar nicht auf der Höhe. Mir geht's körperlich gut, aber ich bin mental nicht auf der Höhe. Kannst du mich heute so ein bisschen beim Feedback rausnehmen? Ja, alles klar, ich gebe dir kein Feedback. Oder ich gebe dir wenig Feedback. Alles klar, super. Coach, ich bin super drauf. Ich habe richtig Bock. Heute ist mein Tag. Ich habe mir extra noch vorgenommen, ich möchte noch an diesem oder jenem arbeiten. Kannst du das mal mit angucken? Das würde mich heute brennend interessieren. Jawohl, mache ich. Kein Problem. Das ist Gold wert. Aus Perspektive des Coaches, der Coachin, ist es Gold wert, wenn du als Spieler hingehst, wertschätzend sprichst und einfach sagst, was gerade bei dir abgeht und was deine Ziele sind. Nicht jeden Tag, aber immer dann, wenn was Besonderes los ist. Ich glaube, da würden sich sehr, sehr viele drüber freuen, wenn man einfach mit offenen Karten spielt. Außerdem gibt es ja auch Sachen, die du im Training relativ variabel selbst gestalten kannst. Zum Beispiel, wenn der Trainer sagt, yo, freies Einschlagen über die 4 oder halt also auch über die 2. Dann kannst du dir überlegen, okay, wie viele Angriffe nehme ich denn heute mit? Stelle ich mich jedes Mal wieder an, nehme jeden Angriff mit, den ich mitnehmen kann, 40 Bälle einprügeln, kannst du machen, muss ja aber nicht. Wenn du ein bisschen Schulter hast, ey, dann prügel doch nur 15 bis 20 Bälle ein. Wenn du dich nicht ganz fit fühlst, aber noch genügend Zeit hast, kannst du auch schon mal zum Beispiel vorher in die Halle gehen, bevor alle anderen da sind, und kannst dich schon mal ordentlich warm machen. Oft ist ja vorher noch Training von jemand anderem. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht das natürlich nicht. Dann kannst du dich aber schon mal zu Hause warm machen. Kannst eine Gelenkmobilisation machen. Du hast Schulterschmerzen, machst du die Gelenkmobilisation, die ich nun schon zigmal gezeigt habe. Kannst mit dem Faszienball arbeiten. Kannst mit der Massagepistole arbeiten. Kannst was auch immer machen. Kannst dich schon mal einfach vorbereiten. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Training individuell zu gestalten. Du machst einfach das Training noch länger. Eben direkt vorm Training in der Halle oder bevor du halt zum Training fährst, noch zu Hause. Ist alles möglich. Und du musst ja einfach nur die Arbeit machen und einmal drüber nachdenken. Du kannst halt, und das ist das Wichtige, das
muss sich jeder hinter die Ohren schreiben. Du kannst nicht mehr trainieren, aber dafür weniger erholen. Das funktioniert nicht. Mehr Training heißt mehr Erholung. Mehr Schulterschlagen heißt mehr Regenerationsarbeit für die Schulter. Und damit meine ich Krafttraining als Ausgleich und Regeneration, schlafen, mobilisieren, damit deine Schulter wieder fit wird. Und ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist eben guter Schlaf, gute Ernährung, ausgleichender Sport im Fitnessstudio, schon tausendmal gesagt. Weniger wichtig sind halt solche Sachen wie Stretching, Massagepistole und so weiter. Also nicht nach dem Training noch eine halbe Stunde rumdehnen, sondern nach dem Training so schnell es geht, in die Dusche, essen, ab ins Bett. Das ist einfach, es ist einfach besser, als sich ständig zu dehnen oder noch tausend andere Sachen nach dem Training zu machen. Wie gesagt, Schlaf ist das Allerwichtigste, dahin geht. Ich hoffe, dass ich jetzt auch dem Einzelspieler ein paar Einblicke geben konnte, wie sie ihre Belastung steuern können, wie man es eventuell messen kann. Und zum Ende des Podcasts möchte ich noch ein paar Fragen aus der Community beantworten. Die Community ist so eine WhatsApp-Gruppe. Und nebenbei bemerkt, habe ich mir auch da die Idee für diesen Podcast geholt. Ich habe also in die Gruppe reingefragt, was habt ihr für Ideen? Dann habe ich mir ein paar rausgepickt, die ich sehr interessant fand, habe da abstimmen lassen. Und wenn du also auch mehr Insights zu meiner Arbeit haben möchtest, den Podcast mitgestalten willst und einfach mehr und tiefer in die Themen einsteigen möchtest, also zum Beispiel bei Instagram, dann komm auch in die Community, falls du noch nicht drin bist. Den Link packe ich in die Beschreibung oder wenn ich das vergessen sollte, dann findest du den auch bei Instagram in meinem Linktree. Also, jetzt zu den Fragen von den Community-Mitgliedern. Tanja schreibt, hallo Phil, aus Sicht der Trainerin interessiert es mich bezüglich der Belastungssteuerung, inwieweit ich viele Sprünge machen lassen kann. In den meisten Büchern gibt es Statistiken, wie viele Sprünge im Punktspiel gemacht werden, Klammer Bundesliga. Aber wie viele darf ich im Training machen? Derzeit trainiere ich eine U20, eine Bezirksklasse und eine Landesligamannschaft, alle männlich. Mit der Landesliga habe ich ein Block- und Angriffstraining gemacht, wo wir am Ende ca. 40 bis 50, die Mittelblocker 60 Sprünge gemacht haben. Danach wollten die Jungs noch weiter daddeln, wovon ich abgeraten habe, aufgrund der Verletzungsgefahr, / Überlastung. Wie stehst du dazu? Tanja, erstmal finde ich es beachtlich, dass du die Anzahl der Sprünge im Training zählst oder dir auf jeden Fall Gedanken darüber machst. Hut ab, das ist schon mal sehr, sehr cool. Des Weiteren hast du recht. Der Grund, warum Mittelblocker mehr Knieschmerzen haben, also eine deutlich höhere Inzidenz von Knieschmerzen haben als andere Spieler und Spielerinnen, wird mit der Anzahl der Sprünge assoziiert. Um dem entgegenzuwirken, könnte man eben gucken, dass man die Mitten im Training ein wenig schont und entlastet, vor allem eben, was die Sprünge angeht. Und das ist halt genau der Punkt, ne? Mitten müssen eh im Spiel schon mehr springen, also lass sie doch im Training weniger springen. Klingt logisch, aber da man halt immer sehr spielnah trainieren möchte, springen sie noch viel. Und da wäre ich ein Befürworter, als selber jemand, der Mitte gespielt hat, ein Befürworter davon, dass man sich als Coach wirklich Gedanken macht, wie kann ich die Masse an Sprüngen für Mitten ein bisschen kleiner halten und gucke, wie kann ich andere dann mehr mit ins Boot holen oder wie kann ich die Sprünge, die sie machen, die Angriffe, die sie machen, qualitativ besser gestalten, dass sich das Training trotzdem lohnt. Und da muss man eben gucken, wie man das dann gestaltet, aber da hat jeder und jede von euch bestimmt genug Tools an der Hand, um das zu machen. Sonst würde ich es an deiner Stelle von den Aussagen der Spieler abhängig machen, ob sie eben Schmerzen haben oder nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht an der Zahl festmachen, das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen, denn du hast jetzt drei Mannschaften, die sind alle männlich. Guck mal in eine weibliche Mannschaft. Also Frauen haben auch Knieschmerzen, da sind aber andere Themen ein bisschen krasser. Da ist es seltener dieses typische Patellaspitzensyndrom, was im Prinzip alle mitten Männer entwickeln. Da sind es andere Themen, die da sind. Und das ist super individuell und das würde ich
Also ich würde Mitten weniger springen lassen, so als generelle Regel, aber generelle Anzahl würde ich nicht machen. Rest würde ich dann auch davon abhängig machen, wie meine Spieler und Spielerinnen drauf sind und notfalls da auch immer mal wieder zwischenfragen. Ja, zum Thema, genau, noch weiter daddeln lassen oder davon abraten. Ja, du weißt ja, wie Jungs in der Gruppe sind. Und ich glaube, die lernen häufig nur durch die Erfahrung machen oder durch die Schmerzen. Von daher weiß ich nicht, ob ich es ihnen verbieten würde. Ich würde auch davon abraten, auf jeden Fall. Aus so einer Verletzungsperspektive, Präventionsperspektive. Aber gerade am Anfang der Saison sind die natürlich alle super hyped und wollen immer weitermachen und so. Aber ja, wenn der Erste dann ein bisschen Knieschmerzen entwickelt, wird er dann auch aufhören und vielleicht überträgt es ja auf die anderen, keine Ahnung. Also abraten ja, verbieten weiß ich nicht, glaube ich, würde ich nicht machen. Anne schreibt, wenn man kein Leistungssportler ist, sondern normal in der Verbandsliga spielt, gibt es kein Monitoring, um den genauen Fitnessstand der Sportler zu haben. Wie kann man die Belastung der Sportler so steuern, dass es zum Leistungsanstieg kommt, man aber die Spieler nicht überlastet? Jeder Sportler hat verschiedene Stärken und Schwächen und ist muskulär unterschiedlich belastbar. Im Volleyballtraining geht es darüber hinaus um das Training und Zusammenspiel der Mannschaft unter der Voraussetzung, dass alle ihr Maximum einsetzen können. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das halt, also da gibt es nur eine Antwort, das ist viel sprechen. Viel mit den Teammitgliedern reden, sie auch in die Eigenverantwortung nehmen, sich selber zu informieren, wenn sie Schmerzen haben, zur Physiotherapie zu gehen. Regeneration zu machen, ihr Training mitzugestalten, aktiv auf dich zuzugehen und dir zu sagen, was ihnen gerade passt und was ihnen nicht passt und ihr Training rund um das Volleyballtraining eben auch noch zu steuern, dass man eben Mobility-Sachen macht, dass man eben auch noch ins Fitnessstudio geht oder zumindest Eigenübungen zu Hause macht. Das gehört einfach dazu. Und es gehört auch dazu, dass wenn du Mannschaftssportler bist, dass du versuchst, dich gut um deinen Körper zu kümmern, früh ins Bett zu gehen und so weiter, weil das bist du deiner Mannschaft schuldig. Und deswegen verhalte dich gut zu dir selbst, dann verhältst du dich auch gut zu der Mannschaft. Und dann wird das schon. Also vielleicht nochmal das Thema als Anne, du als Coach, Mittelblocker nicht vollkommen überlasten und ansonsten das machen, was geht. Ich sehe den Punkt, dass es halt vor allem auch um das Zusammenspiel geht. Das ist eben auch das Schwierige dann bei der Sache. Du willst dann vor allem das Zusammenspiel verbessern und wenn dann einige nicht mitziehen können, weil sie einfach überhaupt nicht leistungsfähig sind, dann ist das schwierig. Das geht dann eventuell mit langsameren Trainingsinhalten, dass du eben guckst, ey, wie kann ich einen Teil des Trainings wirklich sehr langsam, sehr technisch gestalten? Wo wir auch viel nochmal Feed, wo du auch nochmal viel Feedback gibst, um das Zusammenspiel zu verbessern auf einer technischen Ebene. Und dann, wenn es in den Wettkampfmodus kommt, dass man das eben länger oder kürzer gestaltet, um bestimmte Personen nicht zu überlasten, beziehungsweise aber auch nicht unterzubelasten. Das ist ja auch das Schwierige, dass du halt für manche, dass die dann nicht aus dem Training gehen und einfach gar nicht erschöpft sind. Das ist schwierig und je heterogener die Gruppe ist, also je verschiedener die Gruppe ist vom Fitnesszustand vor allem, desto schwieriger ist es da unter einen Hut zu kommen. Aber genauso ist es Technikstand. Das ist einfach, das ist schwierig und macht gute Trainer aus und macht auch ein gutes Team aus, da irgendwie zusammenzufinden, das hinzubekommen. Hanna schreibt: Hallo Philipp, mich würde interessieren, was ich als Spielerin selbst zur Belastungssteuerung tun kann. In den unteren Ligen gibt es da ja meist kein wirkliches Monitoring. Worauf sollte ich achten? Was empfiehlt sich, wenn ich den Eindruck habe, nach dem Training sei noch Luft nach oben? Hast du außerdem Tipps für Mannschaften, die vom Fitnesslevel recht unterschiedlich aufgestellt sind? Hanna, wenn du das Gefühl hast, bei dir sei noch Luft nach oben, dann setz dir eigene Ziele im Training. Zum Beispiel möchtest du es hinbekommen, deinen Aufschlag auf eine bestimmte Position zu setzen oder nah an die Linie zu setzen. Wenn dein Ziel, du kannst dir noch ein Ziel setzen, dass du einen bestimmten Angriffswinkel schlagen möchtest, dass du eine bestimmte Abwehrtechnik mal einsetzen möchtest. Nimm dir noch mehr für das Training vor, nimm dir noch mehr Trainingsziele, als dein Coach
als Trainingsziel mitgibt für den Tag und arbeite auch daran. Sprich vielleicht mit dem Coach drüber, dass du halt noch ein bestimmtes Trainingsziel hast und das verfolgen möchtest und er dir auch dazu gerne Feedback geben soll. Und wenn du Luft nach oben hast, also du willst ja damit sagen, du bist fitter als, oder du gehst mit mehr Energie aus dem Training raus als andere vielleicht. Und du möchtest noch in deiner Technik besser werden, hast auch die Zeit dafür. Dann guck dir mal den Typen an bei Instagram, der heißt Wall Volleyball. Gibt es, glaube ich, auch bei TikTok und überall. Und er zeigt dir verschiedene Drills, um im Volleyball vor allem technisch besser zu werden. Und du brauchst dafür eigentlich nur eine Wand und einen Ball. Relativ entspannt. Check den mal aus. Der macht super Arbeit. Lohnt sich für alle Leute, die an ihrer Technik immer feilen wollen. Und das ist dann super stupide Arbeit. Macht jetzt nicht unbedingt Bock, aber wenn du besser werden möchtest, dann gehst du an die Wand und machst da eben Schläge, Abwehraktionen und so weiter. Thilo Rietsche zum Beispiel, ich hoffe, alle kennen ihn jetzt unter euch. Thilo hat damals, als Lockdown war und er im Prinzip nur alleine trainieren durfte, er war dann noch in keinem Kader oder so, ist er jeden Tag rausgegangen. Es war ja Februar, es war super kalt. Hat sich dick angezogen, Handschuhe an und hat einfach jeden Tag ein bisschen was an der Wand gemacht. Ein paar Schläge über die Schulter, ein paar Schläge weg von der Schulter. Pritschen, baggern, nur Technik üben. Den ganzen Winter lang. Wo andere die ganze Zeit drin saßen und haben gezockt und hatten nichts mit Volleyball am Hut, ist er halt raus, hat seine Technik verbessert und kam im nächsten Sommer oder im nächsten Frühling kam er wieder und war einfach besserer Techniker. Genau das Gleiche kannst du auch machen. Wenn du das Gefühl hast, du musst körperlich noch besser werden und das Training belastet dich nicht so doll, dann geh doch zusätzlich zu deinem Volleyballtraining noch ein bis zweimal ins Fitnessstudio. Ist ja das, was ich sowieso empfehle, aber du kannst einfach trainieren, bringst dein Fitnesslevel weiter nach oben und überholst deine Konkurrenten im Team und bist auch besser als die Gegenspielerinnen, weil du technisch langsam auch besser wirst, eben durchs Volleyballtraining, und aber körperlich richtig zulegst, weil du eben noch was extra machst. Also es gibt immer die Chance, noch was extra zu machen. Ich will niemanden hören, der schlecht vom Coach spricht, weil irgendwie das Training nicht anstrengend war. Ey, dafür ist ein Coach nicht verantwortlich. Wie anstrengend das Training ist, ist völlig egal. Es geht darum, dass ihr als Team besser zusammenwachst, dass das Team gut spielt. Das ist erstmal die Aufgabe vom Trainer. Wie anstrengend es ist, regelst du komplett alleine, was du noch zusätzlich machst. Das ist wichtig. Und ansonsten musst du es einfach, also genau, das mit dem unterschiedlichen Fitnesslevel hast du ja auch nochmal aufgeschrieben. Und dass da Mannschaften so super unterschiedlich sind vom Fitnesslevel, das ist ja eigentlich bis in der ersten Bundesliga so. Also klar, da sind schon alle relativ fit, aber da sieht man auch gravierende Unterschiede. Und ab der zweiten Bundesliga ist das definitiv so. Und als Coach willst du natürlich die mit dem schlechten Fitnesslevel in die Eigenverantwortung nehmen, dass sie halt ein bisschen mehr machen. Aber wenn das nicht geht, weil es einfach zeitlich nicht passt, dann musst du das akzeptieren und das möglichst schnell akzeptieren. Und wenn du eben fit bist und technisch einigermaßen am Start, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du spielst und nicht deine Mitspielerin, halt höher. Und das muss dein Ansporn sein, dein Fitnesslevel noch weiter zu verbessern, noch besser zu werden, und alles andere ist dann egal. Du spielst fürs Team. Du willst, dass das Team gut wird. Du willst im Team spielen. Du möchtest in der Startsechs stehen und alles andere hat dich nicht zu interessieren. Nicht, was das Fitnesslevel von den anderen ist. Da gibt es keine Tipps, jemanden zu überzeugen. Du kannst niemanden überzeugen. Du kannst nur mit einem guten Beispiel vorangehen. Das ist das, was du machen kannst. Und dann ziehen andere nach, weil sie denken, boah, fuck, die überholt mich gerade massiv auf der Fitness-Ebene, da muss ich nachlegen. Und das wird klappen. Mit einem guten Beispiel vorangehen. Das ist es. Okay, das war's mit der Folge vom Podcast. Ich hoffe, für dich war wieder eine Menge Mehrwert dabei und du kannst das, was ich dir hier mitgegeben habe, in dein Training integrieren. Du kannst als Coach die Prinzipien auf dein Training anwenden. Und ich habe noch eine kleine Bitte an dich.
Bitte hinterlass mir doch eine ernst gemeinte 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das würde mir mega viel bedeuten, würde den Podcast mega voranbringen und kostet dich wirklich nur wenige Sekunden. Und ich habe fast 10-mal so viele Follower auf meinem Podcast, wie Bewertungen rausging. Und das ist irgendwie krass, weil so viele Leute folgen dem Podcast, hören ihn regelmäßig, aber haben es noch nicht bewertet. Und wenn du ihn regelmäßig hörst, wird dir in irgendeiner Art und Weise gefallen. Also bitte bewerte ihn. Das wäre richtig, richtig cool. Vergiss außerdem nicht, der Community beizutreten, wenn du mehr und tiefere Inhalte zu diesen ganzen Themen haben möchtest und vielleicht auch bei der nächsten Folge mitgestalten möchtest, was da drankommt und über was ich dann hier rede. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als hau rein, hab einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.